Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren von Google Play. Wir sind die Fantastischen Vier, Andi, Thomas, Michi, Smudo. Los geht's. Okay, Andi, fang an, komm. Habt ihr euch schon mal gegoogelt? Wenn ja, wieso? Und wart ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich muss doch wissen, was immer von mir im Netz steht. Ja, natürlich googelt man sich selbst. Es gibt ja auch sowas wie Google Alert. Und gerade wenn wir so neue Produkte draußen haben, wie zum Beispiel ein neues Album gerade, dann hat man also einen Google Alert laufen. Und weil man wissen möchte, wird das wahrgenommen, dass man eine neue Platte veröffentlicht? Und so, das wäre natürlich ein bisschen mit der Uneitelkeit gespielt, wenn wir sagen würden, wir würden kein Interesse an uns selbst haben. Insofern, ja, wir haben uns alle schon selbst gegoogelt. Ich lass mich googeln immer. Google lass dann von Google. Vom Manager. Haha, der sagt mir immer Bescheid, wer ich bin. Ihr feiert Silberhochzeit. Was klappt heute besser als früher und was nicht? Ja, also wir haben ja festgestellt, dass die Entscheidungsfindung besser klappt. Also weil wir so, wenn es darum geht, Dinge zu entscheiden mit der Band, was wir machen, wohin es geht und solche Sachen, das fällt leichter als früher. Ich finde auch, dass die Shows leichter fallen. Ist so ein bisschen merkwürdig, weil seinerzeit, also es ist ja landläufig bekannt, dass ich mich immer übergeben musste vor den Shows. Das zum Beispiel ist nicht mehr der Fall. Das macht es viel leichter auf jeden Fall. Das ist viel einfacher. Ja gut, das Springen, das Durchspringen bei Populär zum Beispiel. Oder bei Was geht. Wenn man es als allerletzten Song nach 2 Stunden spielt, fällt ein bisschen schwerer als... Ein bisschen, aber noch. Aber nur deshalb, weil wir früher nur 20 Minuten gespielt haben und heute spielen wir halt zwei Stunden. Ist doch klar. Wir haben natürlich viel mehr Repertoire. Aber was erstaunlich gut immer noch klappt nach 25 Jahren, ist, dass wir den Texten sich merken, obwohl es jetzt so viele geworden sind. Können wir da ziemlich stolz drauf sein, dass wir kein Google im Kopf brauchen, um uns unsere Texte... Unsere Texte müssen wir nicht googeln, nee. In eurem Song 25 oder 25 rappt ihr: Denkt kein Mensch mehr an Marvel-Helden. Welche sind eure liebsten Marvel-Helden? Ja, ist ja klar, die Fantastischen Vier natürlich. Nein, Spider-Man, Spidey. Spidey ist, ich meine, Iron Man, Spider-Man ist... Für mich gibt es Batman, ehrlich? Superman, Spidey, der ist total modern in meiner Comicwelt. Und dann noch den Flash, den roten Blitz. Na, die Fantastischen Vier, das Ding. Jetzt die grüne Leuchte. Die grüne Laterne. Ja. Lantern. Und viele, viele mehr. Wobei man der Fairness aber sagen muss, sie sind nicht alle von Marvel, aber da hört mein Wissen auch auf. Da gibt es ja auch noch DC-Comics und ein paar andere. Aber deshalb dachte ich, wir einigen uns auf die Fantastischen Vier, wobei wir können uns nicht auf die Fantas einigen, weil wir selber, wenn Andi das Ding ist, Smudo, Mr. Elasto und einer von uns die Flamme, muss der andere die Unsichtbare sein. Na, das scheitern wir immer. Michi ist die Unsichtbare, die Kate Blanchett der Band, in dem Fall der Sichtbare. Ja, eben äußerst sichtbar. Ist der unsichtbare Superheld bei den Fantastischen Vier eine Frau? Ja, ist ein Mädchen, ist die Freundin von Dr. Reeves. Eigentlich, da müsste Andi die Unsichtbare sein. Smudo trägt nicht immer in die Frauenrolle. Das Konzept von denen überhaupt nicht auf. Nee, okay, also Superheld, mein Lieblings-Marvel-Held, Spidey. Gut. Spider-Man ist schon sehr cool, muss ich sagen. Wir müssen was ziehen. Ja, zieh mal was. Very nice. Was war die schwierigste Passage bei eurem Rekord? 25 Lieder in 250 Sekunden. Schöne Frage. Die schwierigste Passage. Die schwierigste Stelle da. Ja, es gab schon zum Beispiel der Übergang zu... Also erstmal in der, nicht jetzt beim tatsächlichen Ausführen, aber so beim Komponieren zum Beispiel, der Übergang zu diesem Gospelstück, Smudo, weißt du noch, das war ein bisschen schwierig. Ja, aber dieser Zack-Break und dann anderes Tempo. Genau, und dann mussten wir gleich draufkommen, Smudo, Smudo, und alle mussten sofort richtig in die Zeit. Das war überhaupt die Schwierigkeit, und vor allem für unsere Band, das war das echt eine extreme Schwierigkeit, diese Tempo-Switches zu machen und dann auch in ganz andere Grooves zu kommen und dann also wirklich innerhalb Bruchteilen von Sekunden kompletten... Das ist eine große Schwierigkeit, ja. Aber das Erstaunliche war, dass unsere Liveband, die halt immer schon mit uns gespielt hat, die Songs so gut kennt, dass sie eben keine große Schwierigkeit gehabt haben. Die haben das toll spielen können, von einem Song in den nächsten zu springen, und trotzdem ist vom ersten Ton an dieses Gefühl von dem neuen Song komplett da. Also der Groove steht und alles ist so, als würde man Platten schneiden. Man müsste dass die unsere Frage Band stellen. Das konnte, da habe ich selber gestaunt, dass das ist möglich. Naja, ich meine, wir haben 2 Wochen dran gearbeitet, insgesamt, wenn man alles zusammenfasst,
alleine die 3 Tage Proben. Insgesamt war das überhaupt eine 250 Sekunden lang schwierige Passage. Eine ziemliche Aufgabe, ja. Das ist so die Frage, also welches war beim 1000-Meter auf das Schwierigste? Ah, die ersten 1000 Meter. Im Video zu Und los verteilt ihr ordentliche Ohrfeigen. Habt ihr euch im echten Leben schon mal eine gefangen? Und wenn ja, warum? Also untereinander nicht, aber ich habe schon ein paar gefangen. Ich auch. War nicht schön. Ja. Hat die Brille so weggehauen. Pam! Also was? Gut, langt. Ja. Jetzt ich. Entschuldigung. Ich kann die Frage nicht lesen. Das ist total knitter. Was war das abgefahrenste Musikvideo, das ihr nicht gedreht habt? Was? Im Ernst, oder was? Wie sollen das... Das verstehe ich auch nicht. Ich kann es beantworten. Das abgefahrenste, was wir nicht gedreht haben, ist Saft. Und zwar das Video Saft, so wie wir uns das vorgestellt haben. Das war abgedreht. Das wäre ein tolles Video gewesen. Wir hatten die Idee, wir wollten einen Pool haben, einen Swimmingpool. Und da sollte Farbe, tonnenweise Farbe reingekippt werden, die sich dann so langsam vermischt und Muster bildet. Und wir mittendrin in all dem performen. Und es wäre ein opulentes Fest der Farben gewesen. Und ganz toll. Ja, wir kommen dahin. Es ist ein leerer Pool in einem Garten, ein leerer Pool, es schifft in Strömen. Ja, Rekordregen. Wir werden da rein. Seit 15 Jahren hat es in Kalifornien nicht mehr so geregnet. Farbkugeln beschossen. Das war die einzige Farbe. Okay. Na, sie hatten noch so ein bisschen, ein paar Liter hatten sie noch, die sind in die Wand runter. Genau, hinten läuft die Wand so ein bisschen Farbe runter. Es war also nicht so ganz unser Video. So, nächste Frage. And the winner is die Frage in einer Fernsehshow. Habt ihr als Fanta 2 mit Samu Haber von Sunrise Avenue ein Rap-Battle hingelegt? Samu von Sunrise Avenue. Correct. Wer gewinnt meistens eure Intern-Rap-Battles? Intern-Battles. Das heißt eigentlich nur eure internen Battles. Also Battle könnte dann auch andere Battles sein. Nicht Debatte sein. Rap-Battle. Eine Debattle sein. Debattle. Battle im zu spät kommen. Smudo. Heute ja, das stimmt. Battles im... Sich rausreden? Smudo! Heute! Battle im immer recht haben? Michi! Okay, Battle sein. Im am wenigsten sagen? Andi! Ja! Battle im schnell beleidigt sein? Thomas! Unverschämt. Also Sau! So, jetzt hat jeder sein Battlefield weggekriegt. So, jetzt, oh. Das Geld, das war's. Aber dicker Umschlag. Ja. Also noch ganz viele Fragen drin. Achso, okay, alles klar. Hopp oder top. Entweder oder. Wie heißt das Zeug? Wie heißt das Spiel? Pass auf. Lass es liegen. Ich mach das so. Ja. YouTube oder Fernsehen? YouTube. On Demand, würde ich auch sagen, man muss sagen, on Demand oder... Was man will zu dem Zeitpunkt. Also on Demand. Ja, on Demand. Also bei dieser Auswahl würde ich auch sagen, ja, YouTube. Ja, das ist auch wieder so eine gemeine Frage. Viel gewinnt oder PlayStation 4? Man muss sagen, viel gewinnt oder Videogames? Also Videogames. Analoge Spiele oder elektronische Spiele, sage ich jetzt mal. Also wenn das die Meinung ist, dann bin ich auf der elektronischen Seite. Zocker for life, baby. Ich auch. Word. Yeah, electronics. Social Media Post oder Postkarte? Postkarte ist ja so 60s. Aus dem Urlaub schreibe ich Postkarten. Ja. Was ist denn los? Ja. Die liegen jetzt noch daheim. Ich muss sie nur wegschicken. Ich schicke WhatsApp-Bilder aus dem Urlaub. So 90s. Ich mache auch, ich poste quasi nie, dann eher die Postkarte. Ich glaube, ich mehr Postkarten in den letzten Jahren verschickt als Post. Ja, nächste Frage. Okay, Schallplatte oder Google Play Store? Schallplatte. Hier müssen wir ehrlich sein. Ja, weder noch. Doch, ich war schon ich habe tatsächlich als letztes den Google Play Store besucht und meine letzte Schallplatte, die ich aufgelegt habe, die ist, glaube ich, schon mal 5-6 Jahre länger her. Bei mir natürlich nicht. Ja. Ja, also bei mir sind es schon auch die digitalen neuen Medien, mit denen ich Musik höre. Tatsächlich. Ich auch. Das heißt, ich auch. Auf Berlinerisch. SL55 Automatikrekorder oder Tonstudio? Tonstudio. Ich habe nicht geantwortet, ich habe es nur gelesen. Ah ja. Tonstudio. Ich verstehe die Frage nicht. Tonstudio. Ich verstehe nicht, wieso Kassettenrekorder versus Tonstudio?
Vielleicht eher so die kleine Analogkiste daheim, das wäre dann da eher deine Antwort, nein, weil du mal kurz on the run irgendwas so mal aufnimmst, während wir ja alle ein Tonstudio besitzen. Es ist ja auch so, dass der SL55 Automatikrekorder das Cover unserer neuen Platte ziert, die wir im Tonstudio aufgenommen haben. Insofern beides. Naja, aber dann wäre ja auch wieder die Frage, wieso dies oder jenes war das. Also das verstehe ich. Ja, nee, man darf das alles nicht so ernst nehmen. Trotzdem muss man das ja wenigstens verstehen können. Nee, das schaffst du nicht mehr. Nächste Frage. Eure Paletten im Stuttgarter Kindergarten oder Unplugged in der Balver Höhle? Früher verstehst du die Frage? Heute Unplugged. Verstehst du irgendeine der Fragen? Ja, alle. Ganz im Ernst. Das ist doch genau das Gleiche. Ist das schon in Ordnung, Michi? Hör auf, dich aufzuregen. Hör du doch auf, dich aufzuregen. Nein, ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht auf deine Kosten. Da muss man sagen, er ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ja. Das erste Konzert war in Stuttgart-Wangen in einem Ex-Kindergarten auf Europaletten. Eins unserer schönsten Konzerte war das in der Balver Höhle natürlich. Auf ein Ritterschlag, musikalisch auf Höhlenboden. Insofern kann man diese Fragen nicht verstehen. Verstehst du? Nee, doch. Wir spielen ja nur mit Begriffen. Hier würde ich jetzt verstehen, ist es mir der Wunsch nach dem kleinen Konzert oder nach großem Showgeschäft? Ich hätte verstanden, das erste Konzert. Ja, aber groß. Die Höhle war ja auch nicht groß. Eben. Ja, auf jeden Fall. Der Kindergarten war eigentlich ganz groß. Lieber Balver Höhle. Weil wir noch so klein waren. Ist schon klar, dass es sich dabei auch darum handelt, dass wir Geschichten aus unserer Vergangenheit erzählen. Ja, ne? Eben. Maultaschen oder Sushi? Wenn beides vegetarisch ist, tue ich mich echt schwer mit der Antwort. Ja, ich auch. Ich hatte letztens das leckerste Veggie-Sushi hier in Hamburg bei deinem Super-Sushi-Kollegen. Das war so wahnsinnig lecker, da kannst du jede vegane Maultasche dagegen an Wander schmeißen. Ich würde sagen, das Zwischenstück hieße Fischravioli. Alles klar. Die drei Fragezeichen oder Tatort? Michael. Weder noch, ich habe beides nicht. Bei mir ist beides ging und geht an mir vorbei. Tatort. Heute, früher, die drei Fragezeichen. Du musst dich entscheiden. Oder steht da in der Mitte? Tatort. Bei mir wie Thomas. Ich habe früher nicht die drei Fragezeichen gehört, dann später nicht Tatort geschaut. Entschuldigung, ganz kurze Randbemerkung noch. Wisst ihr, dass es mittlerweile die drei Ausrufezeichen gibt? Nein, ja, im Ernst. Das sind Mädchen, die Fälle lösen. Ich verstehe die Fragen nicht. Kann sie dir aber auch nicht erklären. Das dachte ich mir. Wie immer. Geld oder Ruhm? Ich finde, das lässt sie nicht beantworten. Das ist, beides ist, ich meine, Erfolg ist a bitch, sage ich auf der letzten Platte. Und Geld aber ist sowieso evil. Aber jetzt stellt euch vor, evil. Wir stehen nackt, also, nimm auch jung, beides. Klein vor der Entscheidung. Gott steht vor dir und sagt, Geld oder Ruhm? Ich hätte Geld gewählt, weil von Ruhm wirst du nicht satt. Also wenn Gott vor mir steht, würde ich daraus schließen, dass es eh zu Ende ist. Genau, dann kann ich mit dem Geld nichts mehr anfangen. Also Geld kannst du nicht wenn essen. Ich dann der Pimp da oben sein möchte, würde ich den Ruhm wählen. Also ich sage ganz klar Geld. Damit kann man viel mehr verschiedene Dinge anfangen als mit Ruhm. Außer im Himmel. Also ich verstehe die Antwort nicht. Also ich... 1989 oder 2039. Oh, interessant. Hätten wir eine Zeitmaschine. 2039. Ach doch, das ist unser 50-Jähriges. Endlich habe ich es geschafft, von 89 auf 39 hochzurechnen. Yes. War schon immer 50, sehr gut in Mathe. Also gut, da bin ich 71. 61. Das möchte ich sehen. Ich wähle 2039. Also ich auf jeden Fall auch 2039, weil 1989 haben wir schon gehabt. Ja, sagen wir mal so, forwards ever, backwards never. Yeah. Word.